Hallo zusammen, willkommen bei einer neuen Runde gegen den Dudeman. Wir spielen die Rückrunde unseres, von Strategic Command World War II. Wir haben jetzt momentan den 1. September 1939. Ich spiele diesmal auf der Seite der Deutschen. Letztes Mal hatte ich ja auf der Seite der Alliierten gespielt. Und ich bin gespannt, wie dieses Spiel läuft. Ich habe im letzten Spiel schon eine Menge dazugelernt, aber es gehört ja immer noch eine Rückrunde zum Spiel dazu. Und ich habe mir auch ein paar Sachen ausgedacht, damit es auch mal ein bisschen spannend bleibt. Und ich hoffe, ich kann den Dudeman ein bisschen aus der Reserve locken. Ich mag es, wenn man auch mal die andere Seite mal anguckt und schaut, wie man selbst gespielt hat. Und ich hoffe, es macht euch Spaß beim Zusehen. Und dann würde ich sagen, ich fange einfach mal an. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach ein Abo da lasst und ein paar Kommentare auch wieder dazu gebt, wie beim letzten Mal. Ich fand das halt immer wirklich sehr schön. Auch wenn ich noch ein Mini-Kanal bin hier, einfach mal Kommentare und dann mal neue Strategien hören und neue Taktiken lernen. Wie gesagt, der Kanal ist einfach aus Spaß geboren und ich bin gespannt, wie es läuft. Alles klar, dann fange ich an. Ich beginne einfach mal mit. So. Zack. So, der wo. Also. Geht hier hin. Geht nach dort. Klärt hier auf. Er rutscht weiter. Er zieht nach Krakau. War ja klar. So, dann er zieht auch nach Krakau. Jawohl. Ausgleichende Gerechtigkeit, würde ich auch sagen. Damit ist die Armee eingesperrt. So, jetzt versuchen wir mal. Er geht nach hier. Zieht hier hoch. Er zieht da hoch. Versuchen wir mal, dass hier das Feld vielleicht gesperrt ist. Wir werden sehen. So, also. 1 zu 4. Na, mal schaut. Moment. Er hat eigentlich hier keine Stadt. Wenn ich mit ihm. Ja, ich mag eigentlich nicht. So, dann. Die Flieger fliegen nach unten und erkunden schon mal. Und er zieht sich nach hier hinunter. So, dann geht es hier weiter hier oben. 1 zu 4. Und zu 3. Er kesselt ihn da schon mal. Und geht nach Danzig. So. Zieht nach dort. Und er geht. Eins zu drei. Eins zu null. Ihm nach da und ihm nach dort. So. Hier kann ich ihn nicht ganz kesseln. Er wird wahrscheinlich. Gehe ich nach dort. Alles noch nicht schön.
So. Eskorten fliegen. Ah, 1 zu 0 war angekündigt, na egal. So, er bleibt da stehen, gekesselt werde ich wahrscheinlich nicht. Das war's hier schon auf der Seite in Polen. Na, bin ich mal gespannt, was der Dudman so dagegen tut. Wie gesagt, der könnte dann schon eine Menge machen. Schauen wir mal. So, nächste Aktion mit den U-Booten habe ich mir Folgendes überlegt. Also der Dudman ist ein sehr erfahrener Spieler. Also ich habe mal geguckt, der hat über 1000 Stunden in dem Spiel und der ist wirklich, der kennt das Spiel in- und auswendig, der kennt ja alle Kniffe und alles. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem U-Booten hier auf maximale Reichweite hier hinfahre, hier hat der Bote, er wird diesen Bereich hier absuchen und diesen Bereich, weil ich genau mit meinem Booten bis hierhin komme. Das heißt, er wird mich da angreifen. Aus dem Grund ziehe ich mich nach hier oben. Genauso wie mit ihm. Es dauert zwar länger, wenn ich jetzt den äußeren Weg hier nehme, das heißt obenrum England hier durch und jetzt hier nach unten in den Atlantik, aber die Sache ist mir doch noch ein bisschen zu heikel. So, mit dem U-Boot fahre ich normal. Hat eine Versorgung von 10. Er wird, vielleicht greift er mich an, vielleicht greift er mich nicht an. So. Mit ihm gehe ich schon mal hier hin, mit der Gneisenau fahre ich auch zurück. Mit ihm bleibe ich dort einfach stehen. So, da sind Scharnhorst. Zieht sich dahin weg. Okay, das war's hierzu. An der Grenze werde ich ihn schon mal nach Mainz verlegen. Er geht. Normalerweise setzt man sich hier dran. Ich glaube, ich werde das auch tun. Die Minen einnehmen. So, dann Forschung. Die Panzerabwehrwaffen werde ich hinausnehmen. Jetzt habe ich 175 übrig und werde mir das weiterentwickelte Flugzeug holen. So, ich werde U-Boot-Waffen weiter drin behalten, Artilleriewaffen und Raketenwaffen. Ich will mal was probieren. Dann geht es weiter. So, ihm. Und mit der Deutschland fahre ich hier hinterher. Und damit war es das auf deutscher Seite. Geld habe ich keins mehr, ist genau ausgegeben. Hier die Truppen sind alle bewegt. Bis ja zwar noch ein Angriff. Ja, er könnte mich hier kesseln oder ich. Ah. Nee, mal gucken, was er für eine Versorgung hat. Er kann auf jeden Fall keine hohe Versorgung mehr haben in dem Bereich hier. Aus dem Grund. Dann ist Italien dran. Forschung. Da werde ich natürlich auch erstmal das Langstreckenflugzeug canceln, die Erdkampfwaffen canceln. Dann ganz wichtig, ich werde die Infanteriewaffen hochsetzen. Auf 1. Logistik brauchen die eigentlich auch nicht und die Luftabwehrwaffen, weil ich vermute mal, er wird hier
in Italien. Oder hier unten wird er wahrscheinlich mit seinen Flugzeugträgern hier relativ viel platt bomben. Aus dem Grund werde ich mir dann auch meine Luftabwehrwaffen kaufen. Eine Luftabwehrkanone in der nächsten Runde. Und dann damit die so meine Truppen hier ein bisschen beschützen. So, er wird. Ah, mal schauen. Ich werde mich mal hier hinstellen. Einfach mal sehen, wer hier so durchfährt. Das ist immer ganz interessant, damit man sehen kann, aber wer hier verlegt wird, ja klar, er kann natürlich noch hier unten durch das Rote Meer. Aber hier ist schon mal gut. So, du fährst da weg und gehst. Obwohl, da kann man immer noch ein bisschen mal schauen. Bisschen erkunden. Einfach mal gucken, ob sich hier das U-Boot bewegt. Der wird wahrscheinlich auch ein bisschen scouten gehen. So, jetzt schauen wir mal. Was habe ich denn vergessen? Ich habe die bewegt. Ich habe hier bewegt. Die werden hier bleiben. Geld habe ich auch keins mehr, um irgendwelche großen Verlegungen oder sonstige Sachen zu machen. Das heißt, er bleibt in Turin stehen. Er bleibt da in Genua. Die Infanterie kann da stehen bleiben. Er bleibt in Rom. Dafür brauche ich dann später nochmal ein Korps oder irgendwas anderes. Die Flugzeuge können schon mal hier runterfliegen, damit die dann langsam auch hier unten ankommen und einfach hier ein bisschen Begleitschutz geben. Und damit würde ich sagen, ich schaue nochmal auf meine Liste. Das war's für die erste Runde. Und ich bin gespannt. Alles klar, dann Zug beenden, ja, abschicken und schauen, was passiert. Die polnische Moral sinkt durch aufgrund von Verlusten auf den Schlachtfeldern. So, Entscheidung. Das deutsche Hauptquartier. Generalleutnant Kurt Student, 7. Fliegerdivision, ist eine Fallschirmjägereinheit, die noch nicht vollständig ausgebildet wurde und aufgestellt wurde. Trotz des Umstands können die separaten Phasen der Invasion in Polen oder in Frankreich eingesetzt werden. Alternativ dazu können wir die Zeit geben, um die vollständige Ausbildung benötigt. In dem Fall würde sie Ende des Jahres in voller Stärke in Hamburg erscheinen. Also, zur Erklärung für die das Spiel jetzt noch nicht kennen, das ist eine Entscheidung. Ich könnte jetzt einen Fallschirmjäger bekommen. Dann würde ich, wenn ich Ja sage, würde ich nochmal 50 MPPs zusätzlich bekommen zu meinem Einkommen, weil die Einheit einfach noch nicht ausgebildet ist. Ist aber nur in halber Stärke und sie ist halt, ja, noch quasi hat noch keine zusätzlichen besseren Waffen. Der Clou ist aber daran, wenn ich Nein sage, kann ich mir vorher noch eine Einheit bauen. Und dann würde die maximale Stärke, also maximale Einheitenzahl, die ich habe, die ich bauen kann, sind zwei. Eine habe ich so schon in meinem Bau, ja, Inventar kann man sagen. Die zweite würde ich bauen und durch diese Entscheidung würde ich automatisch noch eine dritte dazu bekommen, die ich einfach gar nicht bauen kann. Aus dem Grund sagt man hier meistens nein, ich möchte das nicht haben, ich möchte nicht diese 50 MPPs haben und nicht die Einheit haben, weil ich mir später eine baue. Und die dann zusätzlich mit voller Stärke, voll ausgebildet am Angriff auf Frankreich bekommen. Also, nein. So, das Vereinigte Königreich erklärt dem Deutschen Reich den Krieg. Das Frankreich erklärt dem Deutschen Reich den Krieg. So, Industrie und Handel der Briten beginnen unter Umständen Militärproduktion. So, das macht Frankreich auch. Und damit bekomme ich 234 MPPs und 69 MPPs. Leider keine besondere Forschung dazu bekommen, was ein bisschen schade ist, aber so ist es. Er lädt hoch und jetzt warte ich auf den Tutman. Vielen Dank und schönen Tag.